Und wir hier nur, it's very... it's very freedom if that's... it's very freedom if that's what you call it. Hier ist jemand dran drücken, genau. Sorry, I'm not really the right person to ask for feedback. Ja, da hat er recht. Bisher ist mir aufgefallen, dass der Hauptcharakter im Vergleich zu Everlasting Summer noch nicht so Dämliches getan hat, dass wir ihn dafür nicht mögen. Ja gut, entschuldigt bitte, dass wir hier auf die Words and Lines, also auf die Takte, sowas wie AAB, also umarmender Reim, Folgereim und sowas, oder sowas wie auf Jambus und Tocheos überhaupt nicht eingehen, denn da haben wir beide gerade überhaupt keinen Bock drauf. Oh, sie hat ihren Writing-Tipp of the Day. Wenn man an irgendeinem Punkt festhält, einfach mal weiterschreiben, man kann es später korrigieren. Ja, da haben wir auch immer Probleme mit. Wir hängen immer auch unglaublich lange an einer Passage, wenn wir wieder was schreiben zusammen. So, wen machen wir als nächstes? Am besten Sari und Natsuki lassen wir mal ein bisschen aus. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Oh my goodness. It's so good, du dumme Kuh. Ja, warum nennst du uns dann dumme Kuh? I had no idea you were such a good writer. Okay, dann hast du wahrscheinlich Sauris Geschmack getroffen. Wie machen wir weiter damit? Machen wir das, klicken wir jetzt immer Doofworte an? Ah, sei nicht beleidigt. Du hast deinen Gefühlen Ausdruck verliehen und damit die Gefühle von Sauri getroffen. Das ist super. Okay, wir haben gerade gesagt, wir haben keine Ahnung, was wir da gemacht haben, als wir es geschrieben haben. Und Sari sagt, because I have no idea what I like either. Also sie hat überhaupt keine Ahnung, was sie überhaupt mag. Also teilweise scheint sie mega merkwürdig zu sein. Deswegen finde ich sie bis jetzt auch nicht so sympathisch wie Ui. It's a dumme Kuh-Poem. Yow. Sari hugs the sheet against her chest. Ach, wie süß. Sie knuddelt unser Gedicht. Cutesy. So, Sari's Poem. Mal gucken, ob ich auch so gut lesen kann. Dear Sunshine, the way you glow through my blinds in the morning. It makes me feel like you missed me. Kissing my forehead to help me out of bed. Making me rub the sleepy from my eyes. Are you asking me to come out and play? Are you trusting me to wish away the rainy day? I look above, the sky is blue. It's a secret, but I trust you too. If you wasn't for you, I couldn't sleep forever. But I'm not mad. I want breakfast. So, das war ein bisschen holprig, aber jetzt brauchen wir kurz Zeit, um das zu interpretieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, es geht hier um eine Beziehung des lyrischen Ichs mit der Sonne. Das ist sehr viel einfacher. Scheint es zumindest. Auf jeden Fall haben wir in den paar Minuten, die wir uns hier Zeit gelassen haben, keine versteckten Botschaften gefunden. Und zwar geht es hier darum, dass die Sonne halt hier durch die Blinds, also durch die Rollladen... Rollläden? Heißt das Rollladen oder Rollläden? Jalousien? Okay, Blinds und ich glaube, es sind alles drei gleichzeitig. Egal, wir wollen uns jetzt nicht damit aufhalten. So, am Morgen, es geht wahrscheinlich darum, dass sie auch immer so Probleme mit dem Aufstehen hat. Habe ich übrigens auch. Also es geht hier, also das lyrische Ich geht hier wirklich eine Beziehung ein mit dem Sonnenschein. Und zwar fühlt das lyrische Ich sich so, als wäre es von der Sonne vermisst worden. Also die Sonne als denkend und fühlend. Und hier der Kiss auf den Vorderkopf, also Stirn heißt das auf Deutsch, genau. Der Kuss auf die Stirn. Jetzt könnte man natürlich hier in einem der Bücher nachschlagen, was der Kuss auf die Stirn bedeutet. Eigentlich ist dieser Kuss auf die Stirn eigentlich der Kuss des Vaters an den Sohn im altbiblischen Verständnis, um ihr aus dem Bett zu helfen, also der Kuss, um ihr herauszuhelfen. Da könnte man natürlich auch jetzt sagen, das ist der Erweckungskuss, denn in... hast du das tibetische Totenbuch gelesen? Welche Kultur ist das, die ihre Toten wach küsst? Das sind die Mexikaner, oder also die mexikanischen Ureinwohner. Sind das Maya oder Inka? Nee. Trazelaketen, okay. Das führt zu weit. Also wir wollen jetzt hier keine kulturhistorischen Studien
machen. Okay, das Herwegreiben des Schlafes aus den Augen, dass man Schlafsand auch einfach als Schlaf bezeichnet, ist ja auch in manchen Bundesländern so. Wie nennt man das bei euch in Ostfriesland? Schlaf? Ja, bei uns heißt das Knast, aber ja, komische, wir sind auch komische Leute. Also, der Sonnenschein fragt sie, ob sie rauskommen möchte, um zu spielen. Are you trusting me to wish away a rainy day? Also, der Sonnenschein braucht Vertrauen, dass ihr Wunsch dafür sorgt, dass der Regentag verschwindet. It's a secret, but I trusted you. Okay, das ist jetzt, sagt das jetzt der Sonnenschein oder immer noch das lyrische Ich? Also, das lyrische Ich hat darin Vertrauen, dass... Moment. Are you trusting me? Also, das ist, jetzt ist der Sonnenschein gemeint. Also, der Sonnenschein braucht das Vertrauen, um den Regentag wegzumachen. Aber hier hat man wieder eine Verdrehung. Okay, es gibt... Moment. Ja, das Nasentier hat das relativ gut erkannt. Und zwar ist das ein gegenseitiges Vertrauen. Und zwar das Vertrauen des Sonnenscheins an den Wunsch des lyrischen Ichs. Und der Wunsch des lyrischen Ichs, also und... Und, achso, das Vertrauen des lyrischen Ichs an den Sonnenschein. Es ist ein Geheimnis, aber ich vertraue dir. Also das lyrische Ich, es ist ein Geheimnis, dass das lyrische Ich der Sonne... Oh. Dein Ernst, Nasentier? Okay, das Nasentier hat eine geheime Bedeutung gefunden. Und zwar das geheime Vertrauen in den Sonnenschein. Das riecht ja schon wieder nach Luzifer und den Illuminaten, ganz ehrlich. Ist aber auch gar nicht so doof. Obwohl man eigentlich... Die Sonne ist eigentlich kein geheimes Symbol, wirklich. Man hat halt dieses babylonische Sonnenzeichen, was ich jetzt mal kurz einblenden kann. Aber die Sonne spielt eigentlich so in den meisten Geheimbinden, die ich kenne, nicht so mega die große Rolle. Die haben eher Monde und Sterne und sowas, aber gibt es einen großen Geheimbund, bei dem die Sonne wirklich im Mittelpunkt steht? Ist irgendwas Ägyptisches, ne? Ich kenne mich in der Memphis, also in der... wie heißen die offiziell? Also normalerweise nennt man die auch einfach Memphis-Freimaurer, oder? Die mit diesen 96 oder 99 Graden, die die haben. Die haben nämlich noch mal mehr als der schottische Ritus. Mir fällt der Name nicht ein, vielleicht brenne ich ihn ein. Okay. It wasn't for you, I could sleep forever. Also, wenn die Sonne nicht da wäre, könnte das lyrische Ich wirklich für immer schlafen. Und wenn nicht für den Sonnenschein, dann schläft es für immer. Ah, das kann auch wieder sowas von der Erweckung her sein. Ja, jetzt werden wir gerade richtig warm mit dem ganzen Zeug. Wir sollten uns das Geistergedicht wirklich nochmal angucken. Wir können auch gleich mal gucken, wo unsere Speicherstände liegen, ob die günstig liegen dafür. Und dann haben wir hier... But I'm not mad, aber ich bin nicht verrückt. I want breakfast. Und das ist natürlich jetzt hier, ich möchte Frühstück. Natürlich denkt sie immer ans Essen. Macht sie sympathisch in meinen Augen. Ach so, genau, hier habe ich ein bisschen... Genau, ich werde gerade hier angestupst und soll das nochmal machen. It wasn't for you, I could sleep forever. Also, viele Symbolclubs und... Symbolclubs. Also, so viele geheimen Dinger, nennen wir sie einfach mal so, haben immer dieses Erweckung. Und zwar, dass sie darstellen, dass man erst geschlafen hat ganz lange und dass man dann von irgendwas erleuchtet wird. Und zwar dieses Erleuchtungsgedanken hat man da ständig. Aber gucken wir weiter, wie es im Spiel weitergeht. Der Hauptcharakter. It's just a guess, but did you wait until this morning to write this? Also, war es schon wieder so schusselig, dass du das heute Morgen ganz schnell geschrieben hast? Gib's zu. Oh. You can't just answer just a little bit to a yes or no question. Okay, sie scheint wirklich ziemlich verpeilt zu sein. Müsste man jetzt wissen, ob das irgendwas Tiefgründigeres ist bei ihr. Also wir wollen hier noch keine Diagnose abgeben. Zumindest ich nicht. Schusselkopf ist keine Diagnose. F32.1 EDC10 Schusselkopf. Sicher. F32 ist was ganz anderes. Sie immer mit ihrem Essen, das mag ich eigentlich. Eigentlich wäre es jetzt natürlich interessant zu wissen, warum sie so wenig Zeit hat. Die geht von der Schule nach Hause, macht dann irgendwas und das ist wohl so intensiv, dass sie morgens nicht rauskommt. Organhändlerin, dein Ernst? Das ist ein bisschen zu weit hergeholt, finde ich. Aber wenn das deine offizielle Unterstellung ist, okay. Ich habe noch keine Unterstellung für sie.
Oh, it's bad to skip breakfast. Das heißt, sie hat noch nicht mal gefrühstückt, so eilig hatte es sie. Und ja, kein Wunder, dass sie immer Hunger hat deswegen und deswegen immer über Essen schreit und sowas. Was heißt immer, also mit Essen fixiert. Wahrscheinlich isst sie einfach nicht genug. Sieht auch ein bisschen dünn aus, also vielleicht ist sie magersüchtig oder sowas und hat andere psychische Probleme. Yo, an dieser Stelle hätte das Spiel auch einfach hergehen können und sagen, mach das. Wir haben nicht nur noch Natsuki zur Auswahl. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Fragezeichen. Eine interessante Konversation. Wir sollten auch mal hergehen und uns einen Tag lang nur mit Satzzeichen unterhalten. Soll das ein Ausrufungszeichen sein? Na, von mir aus. Ich höre hier gerade eine bittere Beschwerde des Nasentiers und zwar sagt Natsuki, it just didn't evoke any emotions. Also das Gedicht fühlt keine Emotionen hervor. Und da das Nasentier das sehr emotional gewählt hat, also aus dem Bauch heraus, mag sie jetzt ab jetzt Natsuki nicht mehr. Okay, wir haben Natsukis. Okay, Eagles can fly, monkeys can climb, crickets can leap, horses can race, owls can seek, cheetahs can run, eagles can fly, peoples can try, but that's about it. Oh, jetzt haben wir hier diese ganzen Spezifika. Und zwar werden hier Fakten aufgezählt. Und zwar alle Tiere, die irgendetwas Besonderes können, die etwas besonders schnell sind, wie Geparden. Leoparden? Okay, ich vertraue mal einfach. Leoparden oder wie Adler. Und Menschen, die können es einfach nur versuchen. Und da ist einfach. Und dann haben wir hier noch den Schluss, but that's about it. Also da ist schon Ende. Also alle Tiere können was ganz besonders Tolles, aber Menschen, beziehungsweise People, können es einfach nur versuchen. Ist jetzt wahrscheinlich merkwürdig, dass hier anstatt Humans People gewählt ist, aber People ist wahrscheinlich, passt hier von der Taktung einfach besser anstatt Humans. So, damit ist einfach nur ausgedrückt, dass Menschen einfach nicht so gut sind wie Tiere, aber trotzdem dann doch alles etwas können. Und dieses Try kann man ja auch so verstehen, dass Menschen halt alles versuchen. Und zwar, ein Adler würde ja niemals versuchen zu klettern, aber ein Mensch versucht zu klettern, Mensch versucht zu fliegen, Mensch versucht zu rennen, Mensch versucht zu suchen, zu rennen, zu klettern und zu zirpen. Okay, ich kenne noch keinen Mensch, der versucht hat, hier was. Stimmt, so eine Geige oder sowas könnte als Versuch zählen. Ist ein bisschen tiefer, also das könnte man. Also es hat ja zwei Seiten, also dieses Negative und dieses Positive. Auch sehr interessant. Mal gucken, wie wir darauf reagieren. Yeah. I told you that you weren't gonna like it. I like it. Das geht ihr wahrscheinlich jetzt gegen den Strich, dass wir das mögen. What? Just be honest. I am. Why are you so convinced that I wouldn't like it? Well, because everyone in high school thinks that writing has to be all was ist sophisticated and stuff. Also, ich glaube philosophisch heißt es, oder? Okay, ich höre gerade, es heißt wohl so viel wie zivilisiert. Kultiviert, okay, kultiviert. I like when it's easy to read, but it hits you hard. Das ist ein bisschen schwierig zu lesen. Ja, das ist mit sehr wenigen einfachen Worten etwas sehr passend auszudrücken, ist schon ziemlich gut. Was ich dazu sagen muss, was wir dazu sagen müssen, ist, dass uns Zitate auch relativ gut gefallen. Es können auch gut längere Zitate sein oder so heißt das Spruchweisheiten? Nein, das heißt nicht Bauernregel. Das heißt so Spruchweisheiten, Zitate und sowas, sowas finde ich zumindest ziemlich cool und Mumphy auch, Mumphy nickt, super. Weil das ist schon eine Kunst, mit wenigen Worten viel auszudrücken. Das ist auch sehr interessant, but the other nice thing about simple writing is that it puts more weight on the wordplay. Also, dass man, wenn man wenig schreibt, kann man sich bei den einzelnen Worten mehr Gedanken machen. Das ist mir auch aufgefallen, als ich das erste Mal angefangen habe, längere Sachen zu schreiben, dass man dann irgendwann überhaupt nicht mehr hinterherkommt damit, ob das eine Wort oder das andere Wort da besser wäre, sondern man will dann einfach nur die Geschichte voranbringen und das ist auch gar nichts Schlimmes, aber umso kürzer es wird, um
Und desto weniger Worte was hat, um desto mehr ist das einzelne Wort wert. Au, die beiden geraten sich jetzt so ein bisschen in die Haare. Und sie hat jetzt den Fehler gemacht, sie Q zu nennen, was man bei ihr irgendwie nicht machen darf, was sie eigentlich wissen sollte. Okay, und dazu geht's. Did you completely miss the symbolism or anything? Ja, sie sagt ihr jetzt, dass sie halt den Symbolismus nicht kapiert hat, also diese Zweiseitigkeit des Gedichtes, was wir ja behaupten herausgefunden zu haben. Kann auch sein, dass das mal wieder kompletter Schrott war und wir uns auch vertan haben. Oh, das wird mir ja gerade gesagt. Und zwar macht Yuri hier den Fehler, den Künstler mit der Kunst zu verwechseln. Und zwar denkt sie, weil sie hier cute ist, dass auch das Gedicht cute ist. Ja, gut, es wirkt cute mit den ganzen Tieren und der schnellen, einfachen Sprache. Aber man sollte am besten, wenn man irgendwie so ein Werk vor sich hat, eigentlich nichts über den Künstler wissen. Das ist eigentlich so die teilweise perfekte Form. Ja, sagt Mumphy aber auch leider nicht immer möglich, weil die Menschen halt einen ziemlich großen Personenkult um einen machen, sobald man mal irgendwas Gutes gemacht hat. Und interessant, die Musik hört auf zu spielen und Natsuki fängt jetzt mit ihren psychologischen Tricks an, und zwar: I didn't realize you were so invested, ich kann dieses Wort, invested into trying to impress our new member, Yuri. Also sie unterstellt jetzt ihr hier, dass sie versucht, uns zu beeindrucken. Mal gucken, wie sie reagiert. Die Musik fängt wieder an zu spielen und es ist wahrscheinlich das peinlich berührt Theme.mp3. That's not what I... You are just... Yui stands up as well. Maybe you are just jealous that the dumme Kuh appreciates my advice more than he appreciate yours. Oh, jetzt hat sie natürlich einen wunden Punkt bei ihr getroffen, worauf sie in die Offensive geht, was sie normalerweise nicht macht. Und wir haben hier jetzt das erste Mal eine Dynamik, wo sich halt zwei Charaktere nicht um uns, also nicht um die dumme Kuh hier streiten, sondern uns hier benutzen, um sich gegenseitig fertig zu machen. Denn ich glaube nicht, dass sie großes Interesse an uns hat. Bei ihr weiß ich es nicht. Wahrscheinlich hängt auch das Interesse, welches die Charaktere hier an uns zeigen, auch stark von dem Gedicht ab, denn wir haben hier ja keine großen Entscheidungsmöglichkeiten, sondern wir klicken Wörter an, was wir wahrscheinlich das nächste Mal mit etwas mehr Bedacht tun sollten. Und Sayori kommt noch dazu. Mal gucken, wie sie die Dynamik hier weiter zuspitzt oder ob sie sie entschärft. Is everyone okay? Oh, sie geht wieder. Well, you know what? I wasn't the only... Was? Wird spät, lesen wird schwer. I wasn't the one whose boobs magically grew a size bigger as soon as the dumme Kuh started showing up. Oh, das Motiv kenne ich auch. Das hat meistens was mit einem Problem mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja, stimmt. Obwohl ich eigentlich... dass mir das immer noch nachhängt. Okay. Ich habe mal... ich bin offiziell immer noch der Meinung, Fashion, also Kleidung, Style und Fashion, darf alles und da darf man auch sowas mal machen, wenn es zum Outfit passt. Oh, ne Natsuki. Und sie ist jetzt natürlich vollkommen geschockt davon. Mal gucken, ob da was dran ist, denn wenn sie so reagiert, müsste da ja eigentlich was dran sein. Jetzt kommt sie wieder. Hier wieder mit den besten Augen ever. I don't like fighting guys, denn die beiden gehen sich gerade ziemlich heftig an. Und es geht teilweise doch um uns. Also ich weiß nicht, ob wir wieder eine Lyanna-Alyssa-Problematik haben. Ich glaube, das Ganze haben wir hier in einer anderen Form. Oh, siehst du das jetzt? What's the point in making your poems all convoluted for no reasons? Ja, ehrlich gesagt, überladene Gedichte mag ich auch nicht, aber ich mag eigentlich etwas komplexere Literatur. Also, weil komplexe Gedichte sind immer so schwer zu interpretieren, da muss man dann immer auf die ganzen Jamben und Tränen und den Takt achten und sowas. Ich mag lieber so kurze Literatur, die dann keine Reihenform hat. Wie war nochmal die Interpretation fürs Gedicht? Das hatte... Ach, alles, was die Zeilen fasst. Okay, alles, was einen festen Zeilenumbruch hat, der nicht verändert werden darf, ist ein Gedicht. Also ist... ist ein Gedicht und alles andere nicht. Also so Kurztexte, die mag ich dann relativ kompliziert
Mal gucken, wie es weitergeht.